Die Konjunktur rund um den Globus meldet ambivalente Signale. China beispielsweise hat ein Wirtschaftswachstum im ersten Quartal dieses Jahres von sage und schreibe 18% erzielt. In Deutschland ist das Bruttoinlandsprodukt in den ersten 3 Monaten dieses Jahres gar gesunken, und zwar um 1,7%. Wie sind diese Entwicklungen zu bewerten und was bedeutet das für die Börsen? Fragen dazu an Vermögensverwalter Armin Glogger, Geschäftsführer von Glogger und Partner. Einen schönen guten Tag. Guten Tag, Herr Franek. Ja, zunächst ganz grundsätzlich, haben Wirtschaft und Unternehmen rund um den Globus nun in der Corona-Krise mittlerweile das Schlimmste überstanden? Ja, das kann man schon sagen, dass die Unternehmen das Schlimmste überstanden haben. Und zwar aus folgenden Faktoren. Zum einen gehen die Impfungen weiter in Europa, in den USA und in Asien. Das nimmt auf jeden Fall Angst vor der Pandemie. Zum Zweiten ist es so, dass die Staaten große Konjunkturpakete auf den Weg gebracht haben. In der EU Konjunkturpakete von 750 Milliarden Euro oder in den USA von 2 Billionen US-Dollar. Das sind sehr, sehr gute Stimmungsindikatoren für die Wirtschaft. Ja, und zu guter Letzt haben wir noch die Notenbanken wie die Fed oder die EZB, die enorme Gelder drucken und in den Markt pumpen. Und diese drei Faktoren wirken dazu, dass die Unternehmen eine bessere Stimmung haben und dass die Wirtschaft auch wieder in die Gänge kommt, was allen zugute kommt, der ganzen Gesellschaft und auch den Aktienmärkten. Schauen wir uns doch die Daten etwas genauer an, Herr Glogger. Ich habe es eingangs erwähnt, China meldete 18% Wirtschaftswachstum im ersten Quartal, aber die Börsen, die waren wenig euphorisch. Warum eigentlich? Ja, in der Tat waren die Börsen nicht euphorisch. Das lag daran, dass die 18% gar keine große Überraschung war. Diese 18% wurden ja gemessen zu den Zahlen von dem letzten Jahr, also sprich März 2020. Und mathematisch gesehen waren dann die 18% natürlich viel höher als Wirtschaftswachstum, was es eigentlich waren. Und das ist der Grund, warum eigentlich die Börsen das sehr nüchtern und neutral gesehen haben, weil einfach dieser Aufschwung, den wir in den letzten Wochen und Monaten hatten, eigentlich auf Basis vom März 2020 datiert. Und folgedessen war das eigentlich keine Überraschung, aber trotzdem müssen wir ganz klar sagen, als Vermögensverwalter, ein sehr gutes und positives Signal für die Aktienmärkte. In der kausalen Folge würde das dann ja bedeuten, Herr Glogger, dass Deutschland und Europa konjunkturell erst noch Fahrt aufnehmen wird und erst recht unter Dampf kommen wird. Teilen Sie diesen Optimismus? Ja, in der Tat. Es war ja so, dass die Corona-Pandemie ja letztes Jahr im Januar, Februar in China begonnen hat. Und es war ja so, dass dann auch Asien auch letztendlich ein halbes Jahr früher von der ganzen Thematik betroffen war. Und man spürt jetzt auch ganz klar, dass in Europa oder in den USA, wo die Pandemie später begonnen hat, jetzt auch die Konjunkturzahlen sich verbessern. Also auch zeitversetzt ein halbes Jahr. Die Einkaufsmanager werden positiver. Die Politik reagiert entsprechend. Ja, und von dem her können wir ganz klar sagen, dass wir in Europa, in den USA positiv für die Wirtschaft gestimmt sind. Vor allem, wie vorhin auch noch mal kurz erwähnt, die Impfungen laufen, die Notenbanken drucken Geld und zu guter Letzt ist es so, dass die Politik noch große Konjunkturpakete auf den Weg gebracht hat. Nun ist es allerdings so, dass wir auch das ein oder andere sorgenvolle Thema haben. Inflation wird da genannt. 2 vorm Komma in Deutschland. In Amerika war es im April sogar eine 4,2%. Und es gibt nicht wenige, die da mit rechnen, dass die Preise weiterhin steigen könnten, Herr Glogger. Ist das schlimm aus Ihrer Sicht? Ja, man muss aufpassen, dass das Inflationsthema nicht zu groß gehypt wird. In der Vergangenheit war es immer so, dass wenn man am Ende vom Horizont dieses Inflationspflänzchen gesehen hat, schon alle Angst hatten. Momentan hat das Thema Inflation ganz andere Auswirkungen und Gründe. Nehmen wir mal in Deutschland an, wir haben jetzt die Mehrwertsteuer von 16% auf 19% wieder erhöht. Das sind Gründe für die Inflation. Der Spritpreis ist angezogen, zum einen aufgrund von besserer konjunktureller Entwicklung, oder auch in Deutschland durch die CO2-Abgabe. Das sind Gründe für eine höhere Inflation. Deswegen muss man genau anschauen, woher die Inflation kommt. Wichtiger ist aber für uns als Vermögensverwalter, dass das strategische Szenario stimmt und das ist absolut in Ordnung. Die Notenbanken wie Fed und EZB drücken Geld ohne Ende. Ja, das stimuliert den Markt. Und die Politik sagt, na, wenn ich eine Inflation von 2% habe, macht mir das nicht. Weil das Geld wird ja dann entwertet und ich entschulde mich. Von dem her
ist das für uns als Vermögensverwalter kein Problem. Für die Unternehmen ist es zwar so, dass die kurzfristig höhere Belastungen und höhere Kosten haben durch die Inflation von 2, 3, 4%, aber wenn man einen langen Atem hat als Aktionär und als Vermögensverwalter, dann ist Aktien, sind dann ein super Inflationsschutz, weil die Unternehmen dann durch die Inflation wieder auch höhere Gewinne erwirtschaften können. Wie gesagt, kurzfristig muss man schon aufpassen, aber langfristig sehen wir das nicht als großes Problem. Und das heißt, wenn ich Sie richtig interpretiere, Sie sind weiterhin auch für dieses Börsenjahr optimistisch für Aktien? Ja, absolut. Wir sind optimistisch für Aktien. Es gibt auf der Zinsseite momentan keine Alternative. Viele Anleihen wie Staatsanleihen, Unternehmensanleihen rentieren nach wie vor negativ. Das ist ein Punkt, dass die Aktie weiterhin als Anlagealternative gefragt und gesucht wird. Und eben, wie schon gesagt, Konjunkturpakete, hohe Impfquoten, ja, und auch die Notenbanken, die alles dafür tun, dass die Wirtschaft stimuliert wird, dass die Wirtschaft wieder ins Wachsen kommt. Denn die beste Entschuldigung von dieser ganzen Thematik von der Corona-Pandemie ist, dass Wirtschaftswachstum generiert wird. Und Wirtschaftswachstum führt zu höheren Steuereinnahmen und dann können auch die Staaten wieder die Schulden, die sie jetzt in der Corona-Pandemie aufgenommen haben, wieder tilgen. Und das kommt allen zugute, den Aktionären und letztendlich auch der ganzen Gesellschaft. Von dem her sind wir optimistisch für die Zukunft. Eine Einschätzung von Vermögensverwalter Armin Glogger von Glogger und Partner. Herzlichen Dank dafür. Gerne.